und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich begrüße euch und ich freue mich sehr auf das heutige Video. Ihr seht, ich habe schon ganz, ganz viele Lebensmittel hinter mir stehen. Und zwar soll es heute nämlich mal wieder, also wiederholt, um das Thema Meal Planning gehen. Ich habe in meinem Video zum Thema Haushaltsgeld sparen ja auch schon darüber gesprochen, dass wir das schon lange, lange so machen und dass wir damit auch wirklich jede Menge Geld sparen. Und deswegen dachte ich, ich nehme euch einfach mal komplett eine ganze Woche mit und zeige euch unseren Wocheneinkauf und zeige euch jeden Tag, was wir essen diese Woche. Ich habe mich heute Morgen hingesetzt und habe eine Einkaufsliste und eine Liste mit Gerichten gemacht. Ich habe mich diese Woche extrem darauf fokussiert, mit Sachen zu arbeiten, in Anführungszeichen, die wir schon da haben, entweder eine Tiefkultur oder auch so trockene Sachen, sodass wir für einzelne Gerichte nicht super viele Sachen neu dazu kaufen müssen. Trotzdem, wie ihr seht, ist der Einkauf riesig geworden, weil wir ganz viele Basics nachkaufen mussten. Also wir haben halt ganz viele Konserven nachgekauft, also unsere Schränke sind wirklich komplett leer. Wie gesagt, ein riesiger Haufen Essen. Ich fange mal hier hinten rechts in der Ecke an. Erstmal, wir brauchen auf jeden Fall immer jede Menge Milch, einfach für Mino. Und wir haben ganz viel Mehl gekauft, weil ich seit einiger Zeit wieder unser Brot selber backe im Brotbackautomaten. Und dafür brauche ich einmal Dinkelmehl und Dinkelvollkornmehl. Ich freue mich total, dass es wieder Dinkelmehl gibt. Dann, das sollte hier Soja-Joghurt sein. Also wir das mal mit Mino gerade einkaufen. Er hat stattdessen Skyr gekauft. Und zwar brauchen wir Joghurt für ein Linsendal. Dazu wollte ich so einen Kräuterjoghurt machen. Mal gucken, ob das Ganze auch mit Skyr funktioniert. Und ich frühstücke im Moment halt auch total gerne Joghurt mit Obst und Knuspermüsli. Deswegen. Dann brauchten wir, also das ist halt so ein Basic, was wir immer da haben. Pesto, dass man sich, also das macht Bedes ganz gerne, falls ich mal was koche, was ihm nicht so zusagt, macht er sich halt ganz gerne einfach mal dann Pesto auf oder so. Und immer brauchen wir Currypulver, weil wir super gerne Currys essen. Und wir hatten kein Currypulver mehr. Dann haben wir zweimal Lachs gekauft, weil ich möchte nämlich eine Lachs-Spinat-Lasagne machen, weil wir noch ganz viel Spinat, also Blattspinat, tiefgefroren haben. Und damit das auch mal wegkommt und ja, das dann mit Lachs. Aber ich weiß nicht, ich denke, eventuell will eine Packung reichen. Mal schauen. Dann Gnocchi. Da wollte ich eine Gnocchi mit so einer Pilzrahmsoße machen. Dafür brauchten wir die Gnocchis. Und Nudeln brauchen wir en masse, weil ich also wirklich zwei Nudelmonster zu Hause habe. Deswegen dreimal Penne. Hier Obst und Gemüse brauchen wir auch immer ganz viel, hauptsächlich für Mino natürlich, weil er das einfach super gerne zwischendurch isst. Ich habe einmal Birne hier und eine Packung Nektarinen. Ich schwenke mal hier rüber. Dann Linsen brauchen wir immer zu Hause, essen wir total gerne. Und auch diese Woche habe ich, wie ich ja schon gesagt habe, ein Linsengericht und zwar ein Linsendal. Und Reis, ich habe auch ein Reisgericht, glaube ich. Ich habe es aber gerade nicht mehr im Kopf, was es war, aber ihr werdet es ja sehen. Dann Kichererbsen brauchen wir auch immer. Wir kaufen immer die getrockneten, nicht die Dosen. Wir weichen die 24 Stunden selber in Wasser ein und frieren die dann einfach ein. Dann eine Tüte Brötchen, sonst das normale Brot, wie gesagt, backe ich im Moment selber. Und eine riesen Packung Hackfleisch. Ich wollte, also wir essen sehr, sehr wenig Fleisch. Höchstens eigentlich einmal die Woche haben wir ein Fleischgericht dabei. Und diese Woche wollte ich Frikadellen machen. Und es gab anscheinend ja diese XXL-Packung im Angebot. Und den Rest davon frieren wir ein. Eier, zwei Packungen. Wir essen auch viel Ei, also zum Frühstück. Beispielsweise am Wochenende essen wir super gerne Rührei. Deswegen kaufen wir immer zwei Packungen Eier. Die gehen gut bei uns weg. Und ich wollte nämlich auch gebratenen Reis selber machen. Und dafür brauchen wir nämlich auch mehrere Eier. So, machen wir hier weiter. Haferflocken brauche ich einmal für mein Frühstück. Und Mino isst die auch gerne. Das sind die kernigen. Normalerweise kaufe ich gerne die zarten, aber ist nicht so schlimm. Und Haferflocken kommen nämlich auch in das Brot rein. Deswegen auch hier mehrere Packungen, kaufen wir immer mindestens drei Stück von. Machen wir weiter mit den Vorräten. Für die Gerichte brauchen wir auf jeden Fall mindestens ein bis zwei, also diese Woche mindestens ein bis zwei Dosen Tomaten, meine ich. Und wir haben halt immer welche Vorrat hier.
Diesmal hat Betis 5 Stück davon gekauft. Und was wir auch immer auf Vorrat hier haben, ist Kokosmilch. Auch das brauchen wir für das Linsendal. Da hat Betis 3 Dosen von gekauft. Und weiter zum Thema Dosen, was wir auch wirklich gerne essen, ist Thunfisch. Deswegen gab es davon 4 Dosen. Und wir brauchen noch immer Tomatenmark, um halt eine Tomatensauce zu machen. Ich kombiniere immer ein bisschen Tomatenmark und eine Dose Tomaten. Und dann haben wir ein Glas Oliven hier. Wofür genau die sind? Ich glaube, die sind einfach nur so. Und dreimal Sahne. Auch das als Vorrat für den Notfall, falls man mal eine Sahne braucht. Und ich glaube, in die Lasagne kommt auch ein bisschen Sahne rein, meine ich. So, hier liegt jetzt viel aufeinander. Möhren auf jeden Fall brauchen wir immer. Zitronen haben wir 2 Stück gekauft, brauchen wir auch immer. Gurken, Mino isst die total gerne, deswegen kaufen wir immer mindestens 2 Gurken. Brokkoli brauche ich für ein Gericht. Hoppala, die Zitronen kullern weg. Paprika brauchen wir auch immer 4, weil Mino die super gerne isst, die rote Paprika, die snackt da total gerne. Deswegen haben wir davon auch 2 Packungen gekauft. Ich mache mal hier weiter. 2x Reibekäse, halt eine Packung auf jeden Fall auch für die Lasagne. Dann das hier ist super lecker. Aioli Basilikum gibt es bei Aldi Süd. Müsst ihr mal probieren. Schmeckt richtig, richtig gut. Und ein bisschen Käse. Einmal Feta, auch für die Lachsspinat-Lasagne. Und ja, als Aufschnitt fürs Brot. Ich möchte weniger, weniger so verarbeitete Fleischprodukte essen, also weniger Aufschnitt. Deswegen möchte ich nur noch hauptsächlich Käse auf dem Brot essen. Deswegen haben wir einmal eine große Packung Frischkäse und 2x diesen Käse. Und dann haben wir noch ein bisschen Obst und Gemüse. Einmal Lauchzwiebeln brauchen wir beispielsweise für den gebratenen Reis und für ein anderes Gericht. Habe ich jetzt gerade nicht mehr genau im Kopf. Wie gesagt, werdet ihr aber alles sehen. Tomaten natürlich. Eine Packung Champignons für die Gnocchi mit Pilzrahmsoße. Achso, genau, dafür brauche ich die Sahne nämlich auch. Ingwer brauche ich für den gebratenen Reis. Bananen brauchen wir auch immer ganz viel. Mino liebt Bananen und so ein Bananending ist bei uns super schnell weg. Also er isst wirklich 1 bis 2 Bananen am Tag. Und dann gab es nochmal eine Packung Brombeeren. So, das hat jetzt schon sehr, sehr lange gedauert. Ihr seht, es war ein riesiger Einkauf, aber das wenigste davon ist wirklich für die Gerichte, sondern das meiste davon ist wirklich für die Vorratskammer sozusagen. Oder sind so diese Basics, die man einfach immer zu Hause haben muss, wie Milch beispielsweise. Was haben wir bezahlt, ist natürlich auch ganz wichtig. Zwar war Betis einmal bei Aldi und einmal bei Lidl. Bei Aldi hat er 52 Euro bezahlt und bei Lidl 22 Euro. Das heißt, insgesamt haben wir 74 Euro für diesen Einkauf bezahlt. Und ja, das fällt auch so in unser normales Wochenbudget. Also so um den Dreh rum ist eigentlich immer unser Wocheneinkauf so zwischen, ja, so 60, 70 Euro meistens. Es ist später am Abend und ich habe mich entschieden für das Linsendal heute Abend. Das war, wie ihr seht, tatsächlich das Gericht, wofür wir die meisten Zutaten oder mit am meisten Zutaten kaufen mussten. Genau, also Zwiebeln, Knoblauch und so weiter haben wir immer alles da, genauso wie Brühe. Und es kommen natürlich auch noch andere Gewürze mit rein, die habe ich jetzt nicht dazugelegt. Beispielsweise das Currygewürz und Kurkuma kommt mit rein und Kreuzkümmel und so. Und genau, das Ganze gibt es mit Kräuterjoghurt. Wir hatten noch oder wir haben noch von dem Sojajoghurt, den ich ja davor eigentlich auch haben wollte, wo wir es dann ja aber leider den Skier gekauft hat. Entschuldigung, die Spülmaschine ist im Hintergrund an. Aber der Rest hier, der noch im Becher ist, reicht auf jeden Fall aus. Dann mache ich einfach ein bisschen Gewürze, Salz und Pfeffer an den Joghurt und das schmeckt richtig lecker. Tag 2, heute gibt es die Lachs-Spinat-Lasagne. Ich habe ja schon erzählt, den Tiefkühlspinat haben wir noch in der Tiefkühltruhe gehabt. Den habe ich auftauen lassen. Der Lachs ist auch aufgetaut. Lasagneblätter hatten wir auch noch da. Genauso wie noch ein bisschen Rest Feta. Und das haben wir noch gekauft. Da werden wir aber nicht alles für verwenden, sondern auch noch den Rest für den Salat. Und Reibekäse, Zwiebel, Knoblauch haben wir da gehabt. Und dann mache ich auch nur noch
eine Bechamel aus Mehl, Milch und Butter. Genau, das haben wir sowieso alles da. Heute gibt es gebratenen Reis. Ich mache da rein Frühlingszwiebel, Möhren und von dem Brokkoli-Gemüse. Und auch noch ein bisschen Ingwer. Eigentlich soll auch noch Knoblauch rein. Aber den lasse ich jetzt heute mal weg. Wir haben irgendwie so viel Knoblauch in letzter Zeit gegessen. Und dann kommen ja hinterher noch Eier da rein. Sojasauce haben wir immer da. Nee, das lässt... Okay. Und Reis natürlich, den habe ich schon umgefüllt. Tag ein neues Essen. Heute gibt es Gnocchi mit Pilz, Rahmsoße. Das Geräusch, das ihr gerade hört, das ist der Brotbackautomat. Der ist ein bisschen laut gerade. Sahne, Pilze, Frühlingszwiebeln, Gnocchi natürlich und sonst die üblichen Gewürze, die ich nicht dazu lege jetzt. Und ein bisschen Mehl, um die Soße anzudicken. Das ist alles, was wir dafür brauchen. Heute gibt es Ofengemüse mit Frikadellen. Das Hackfleisch hatten wir eingefroren, portioniert im Vakuumbeutel. Das ist jetzt schön aufgetaut. Und Ofengemüse, Kartoffeln, Möhren und das letzte bisschen Brokkoli, was wir noch haben. Tag Nummer 6 ist es heute, glaube ich. Heute gibt es gerösteten Kichererbsensalat. Dazu brauchen wir Kichererbsen. Die habe ich schon gekocht. Die müssen nur noch in der Pfanne angeröstet werden. Eine Paprika, eine Zwiebel, beziehungsweise ich werde nur eine halbe nehmen. Und Tomaten. Und dann brauchen wir auch noch Zitrone und verschiedene Gewürze, wie beispielsweise Kreuzkümmel. Damit werden die nämlich angebraten in der Pfanne. Das Rezept machen wir heute zum ersten Mal. Ich bin gespannt, wie es schmecken wird. Dazu essen wir unser selbstgebackenes Brot und Aioli-Basilikum. Heute ist der letzte Tag dieses Videos und heute wird improvisiert. Ich suche immer 6 Rezepte aus und am letzten Tag verwerten wir Reste oder gucken, was noch da ist und basteln einfach ein bisschen. Und das ist heute der Fall. Wir hatten noch ganz viel gefrorenen Blumenkohl in der Tiefkühltruhe und deswegen mache ich was damit. Ich habe nämlich ein Rezept für eine Blumenkohl-Bolognese rausgesucht. Das habe ich so bisher auch noch nie gemacht. Klingt aber ganz spannend. Daher probieren wir das mal aus. Und dann brauchen wir noch Möhrchen. Da haben wir jetzt auch nicht mehr so viele übrig. Und eine Dose gehackte Tomaten, ein bisschen Tomatenmark. Die Hälfte von der Zwiebel von gestern. Und dann gibt es natürlich Nudeln dazu. Mino hat Hunger, wie man hört. Thank you.